Schönen guten Tag. Ich darf mich zunächst kurz vorstellen. Ich heiße Franz Kerl und bin in der Region Deutschland als Promotor für die Schutzgerätetechnik tätig. Ich habe nun das Vergnügen, Ihnen eine weitere Folge unserer Grundlagen der Schutztechnik-Reihe zu präsentieren. Ich werde in diesem Beitrag über die verschiedenen Netzarten hinsichtlich ihrer Topologie und der Sternpunktbehandlung sprechen. Die Art der Sternpunktbehandlung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Betriebsweise eines Energienetzes und auf das dafür erforderliche Schutzkonzept. Auf der einen Seite gibt es die sogenannten starr geerdeten Netze, auf der anderen Seite gibt es die sogenannten isolierten Netze, also Netze mit einem isoliert betriebenen Sternpunkt. Und natürlich gibt es in der Praxis darüber hinaus verschiedene Abwandlungen dieser beiden Formen. Viele Fehler im Netz, in Mittel- und Hochspannungsnetzen, in der Literatur geht man von ca. 80% aller Fehler aus, beginnen als Isolationsfehler zwischen einer Phase und der Erde, beginnen also als Erdfehler. Die Folge eines solchen Erdfehlers hängen dabei ganz entscheidend von der gewählten Sternpunktbehandlung ab. Im Folgenden werden wir die wichtigsten Arten dieser Sternpunktbehandlung etwas genauer betrachten. Wird die starre Erdverbindung durch einen Widerstand ersetzt, kommt man zu einem widerstandsgeerdeten Netz, umgangssprachlich auch halbstarre Erdung genannt. Der Erdfehler, im Bild wird ein Fehler zwischen der Phase L3 und Erde dargestellt, führt zu dem eingezeichneten kurzschlussartigen Fehlerstrom. Die Höhe des Fehlerstroms wird hier entscheidend vom Sternpunkt Widerstand begrenzt. Im Vergleich dazu fehlt in einem starr geerdeten Netz der begrenzende Widerstand, sodass der Fehlerstrom bei Erdfehlern dann meist höher ist. In der Regel wird der Widerstand so gewählt, dass der Fehler vom klassischen Kurzschlussschutz erkannt und eingemessen werden kann. Andererseits aber der Einfluss auf andere Betriebsmittel durch auf das Nötigste begrenzt wird. Sowohl bei starr geerdeten Netzen als auch bei halbstarr oder auch niederohmig geerdeten Netzen spricht man bei Erdfehlern von Erdkurzschlüssen, die unverzüglich vom Kurzschlussschutz abgeschaltet werden müssen. Wir werfen noch einmal einen Blick auf das isolierte Netz und betrachten wieder den Fehler der Phase L3 gegen Erde. Ein Fehlerstrom, so wie im geerdeten Netz, kann hier nicht auftreten, weil es die Verbindung zur Erde nicht gibt. Ist damit alles perfekt und diese Form der Sternpunktbehandlung ist immer das Mittel der Wahl? Leider ist das nicht so, denn auch in einem solchen Netz kommt es zu Fehlerströmen. Und leider gibt es noch einen weiteren negativen Aspekt. Der Fehler führt zu einer Spannungserhöhung gegen Erde und damit zu einer hohen Isolationsbeanspruchung. Der Fehlerstrom, im Bild als ICE dargestellt, wird in diesem Fall durch den kapazitiven Belag des Netzes bestimmt. Das heißt, die Höhe des auftretenden Fehlerstromes ist abhängig von der Netzausdehnung. Kleines Netz mit geringer Ausdehnung, das Netz kann so betrieben werden. Großes Netz, hier mal als Richtwert ICE größer 50 Ampere, das Netz darf so nicht mehr betrieben werden. Im Gegensatz zum starr oder halbstarr geerdeten Netz spricht man in einem isoliert betriebenen Netz bei einem Erdfehler nicht von einem Erdkurzschluss, sondern von einem Erdschluss. In Deutschland muss ein Erdschluss im Gegensatz zu einem Erdkurzschluss nicht sofort abgeschaltet werden, sondern kann weiter betrieben werden. Der Netzbetreiber muss aber unverzüglich die Fehlerstelle suchen und den Fehler beseitigen. Daraus leiten sich zwei Aspekte eines solchen Netzes ab. Erstens, nicht jeder einpolige Fehler führt direkt zu abgeschalteten Verbrauchern. Man kann den Fehler suchen, während die angeschlossenen Kunden weiter versorgt sind, bis die Fehlerstelle gezielt abgeschaltet wird.
Als Folge hat man weniger Ausfall oder im besten Fall keinen Versorgungsausfall. Der zweite Aspekt: Man muss sich um Lösungen kümmern, die dabei helfen, die Fehlerstelle schnell zu finden. Stichwort Erdschlussrichtungserkennung. Es gibt verschiedene Mechanismen für eine solche Erfassung. Die beiden in Deutschland am weitesten verbreiteten Methoden sind die Sinus-Phi-Methode im Bild links angewandt. Diese erreicht eine deutlich höhere Zuverlässigkeit dann, wenn das Netz zum Zeitpunkt der Richtungsauswertung nicht vermascht betrieben wird. Die Richtungsbestimmung erfolgt auf Basis der Auswertung der Phasenlage zwischen stationär fließendem kurzkapazitivem Strom und der Verlagerungsspannung. Abhängig von der Netzgröße bzw. der Höhe des kapazitiven Erdschlussstromes kann auf eine empfindliche Stromerfassung mittels Kabelumbauwandler verzichtet werden. Als weitere Methode wird in Deutschland die Erdschlusswischer-Methode im Bild rechts dargestellt angewandt. Die Methode zeichnet sich dadurch aus, dass diese auch sehr gut in vermasch betriebenen Netzen eingesetzt werden kann. Man sieht, dass an verschiedenen Stellen im Netz eine Vorwärtsrichtung im Bild mit roten Pfeilen dargestellt geben kann. Es ist entscheidend, die Richtungsanzeigen richtig zu interpretieren. Hier im Bild liegt der Erdschluss auf dem Leitungsstück, wo beide Seiten auf Vorwärts entschieden haben. Die Richtungsbestimmung erfolgt hier mit Hilfe der beim Erdschlusseintritt immer vorhandenen Zündschwingung. Vorteil ist, dass die Stromstärke zwar auch von der Netzgröße abhängig ist, aber trotzdem bereits bei kleinen Netzen schon sehr hoch ist und somit die Funktion keine besonderen Anforderungen an die Messtechnik stellt. Der Fehlerstrom kann also mit dem klassischen Stromwandleranschluss erfasst werden. Stichwort: Es ist kein Kabelumbauwandler erforderlich. Demgegenüber steht der Nachteil, dass dieser Strom nur beim Erdschlusseintritt auftritt und damit auch nur in diesem Moment erfasst werden kann. Es besteht somit nicht die Möglichkeit einer Nachortung. Wir haben beim isoliert betriebenen Netz gehört, dass der am häufigsten auftretende Fehler, nämlich der Erdschluss, nicht sofort ausgeschaltet werden muss. Ein großer Vorteil, den man gerne auch bei Netzen größerer Ausdehnung ausnutzen möchte. Wir haben aber auch gehört, dass die Netzgröße eine begrenzende Größe darstellt, weil durch die Netzgröße der kapazitive Erdschlussstrom steigt. Die Lösung für dieses Problem stellt die Erdschlusslöschspule bzw. nach ihrem Erfinder benannte Patterson-Spule dar. Eine am Transformatorsternpunkt eingebaute Spule. Die Idee hinter der Patterson-Spule ist, dass der kapazitive Fehlerstrom von einem induktiven Spulenstrom, welcher dem Fehlerstrom entgegengerichtet ist, quasi gelöscht oder auch kompensiert wird. Daher gibt es für diese in deutschen Mittelspannungsnetzen dominierende Sternpunktbehandlung auch die Namen kompensiertes Netz, gelöschtes Netz oder auch Netz mit Resonanz-Sternpunkterrung, weil die Induktivität der Spule in Resonanz mit der Kapazität des Netzes ist. Durch den Einsatz einer Kompensationsspule wird erreicht, dass der große kapazitive Fehlerstrom nicht mehr über die Fehlerstelle fließt. Damit können auch größere Netze von dem Vorteil profitieren, dass bei einem Erdschluss nicht sofort abgeschaltet werden muss. Wenn man die Fehlerstelle unter Idealbedingungen betrachtet und die Induktivität der Spule perfekt auf die Kapazität des Netzes abgestimmt ist, wird der Strom an der Fehlerstelle zu Null. In der Praxis gibt es diverse technische Einflüsse, die dazu führen, dass der Strom an der Fehlerstelle den Wert Null nicht erreichen wird. Einer dieser Einflüsse, nämlich die Verlustleistung der Spule, ist im Bild durch den ohmschen Widerstand angedeutet. Die Verlustleistung der
Patterson-Spule trägt somit entscheidend dazu bei, dass an der Fehlerstelle trotzdem ein Reststrom übrig bleibt. In der Praxis wird in kompensiert betriebenen Netzen genau dieser verbleibende Wirkanteil durch entsprechende Verfahren zur Richtungsbestimmung ausgewertet und damit eine Richtungsentscheidung durchgeführt. Stichwort hier Kabelumverwandler. Durch die Spule konnte man den Fehlerstrom an der Fehlerstelle deutlich reduzieren und damit auch in größeren Netzgebieten von dem Vorteil profitieren, dass ein einpoliger Fehler nicht direkt zur Auslösung führt. Was man damit aber nicht beeinflussen kann, ist die Spannungserhöhung der fehlerfreien Phasen um den Faktor Wurzel 3. Wie beim isolierten Netz auch, führt dieser Umstand zu einer starken Isolationsbelastung der Betriebsmittel und nicht selten zu Folgefehlern. Also sollte der Betreiber eines kompensiert betriebenen Netzes großes Interesse haben, die Fehlerstelle eines Erdschlusses schnellstmöglich zu finden. Hilfe bieten dem Betreiber Verfahren zur Erdschlussrichtungserfassung. Wie in isolierten Netzen gibt es verschiedene Mechanismen für eine Richtungsbestimmung. Die beiden in Deutschland am weitesten verbreiteten Methoden sind die Erdschlusswischermethode, im Bild rechts angewandt. Da sich im Erdschlusseintritt ein kompensiertes Netz gleich verhält wie ein isoliert betriebenes Netz, kann die identische Methode, wie im Vorfeld bereits erläutert, angewandt werden. Es gelten genau die gleichen Vor-, aber auch Nachteile dieser Funktion. Cosinus-Phi-Methode, im Bild links angewandt. Wie bei der Sinus-Phi-Methode handelt es sich hier um eine Methode, die im stationären Erdschlussbetrieb eingesetzt werden kann. Der Name Cosinus-Phi hat seinen Grund daher, dass jetzt der Wirkanteil der Patterson-Spule zur Erfassung verwendet wird. Man spricht deshalb häufig auch von einer wattmetrischen Erdschlussrichtungserfassung. Da der Wirkstrom sehr klein ist, wird für eine korrekte Funktion dieser Methode gefordert, dass der Wattreststrom über einen Kabelumverwandler erfasst wird. Auf der Seite des Schutzgerätes wird empfohlen, den empfindlichen Stromeingang zu verwenden. Über die Phasenlage zwischen Wattreststrom und Verlagerungsspannung wird die Erdschlussrichtung bestimmt. Das Verfahren erzielt die zuverlässigsten Ergebnisse, wenn sich das Netz strahlenförmig aufgebaut zeigt. Da ein Netz nicht immer diesen für die Erdschlussortung idealen Schaltzustand aufweist, empfehlen wir, eine Kombination aus beiden Verfahren einzusetzen. Mit dem Wischerverfahren wird direkt nach Erdschlusseintritt eine Vorortung gemacht. Auf Basis der Vorortung werden dann im betroffenen Netzgebiet eventuell vorhandene Netzmaschen geöffnet, um anschließend mit der Cosinus-Phi-Methode die Fehlerstelle weiter einzugrenzen. Neben der Sternpunktbehandlung gibt es auch den Aspekt der Netztopologie zur Unterscheidung von Netzen. Radialnetze verteilen die Energie von den Einspeisepunkten aus hin zu den Verbrauchern. Allerdings werden bei einer Schutzauslösung alle unterlagerten Verbraucher abgeschaltet. Häufig werden bei Strahlennetzen deshalb Möglichkeiten geschaffen, im Fehlerfall den abgeschalteten Netzteil wieder von der anderen Seite zu versorgen. Das heißt, durch Umschaltung bzw. Einlegen von Notverbindungen kann in diesen Fällen eine schnelle Wiederversorgung der ausgefallenen Netzteile realisiert werden. Hat man diese Schaltmöglichkeiten, spricht man auch von offenen Ringen. Ein Strahlennetz ist aufgrund der einseitigen Speisung und unvermaschten Topologie einfach zu schützen. Dennoch bieten sich auch hier unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten an. Im linken Netzteil wird eine Staffelung mittels ungerichteten UMZ-Relais eingesetzt. Eine negative Folge davon ist, dass man in Richtung der einspeisenden Schalteranlage
längere Auslösezeiten bekommt. Da man einerseits bestrebt ist, möglichst kurze Auslösezeiten zu haben und andererseits unter Umständen auch Vorgabezeiten von Vorlieferanten einhalten muss, ist die Anzahl der unterlagerten Stationen begrenzt. Die Tatsache, dass vorgelagerte UMZ-Relais zugleich den Reserveschutz für nachgelagerte Geräte darstellen, beziehungsweise den Schutz für Sammelschienen von nachgelagerten Schaltanlagen bilden, kann bei diesem Schutzkonzept wiederum als Vorteil angesehen werden. Im rechten Netzteil wird als alternatives Schutzkonzept mit kürzesten Abschaltzeiten der Leitungsdifferentialschutz eingesetzt. Leitungsdifferentialschutzrelais schützen die Verbindungen zwischen den Stationen in Schnellzeit. Der Schutz der Sammelschienen selbst bedarf hier zusätzlicher Überlegungen. Auch das Reserveschutzkonzept muss gesondert betrachtet werden. Beide Aufgaben werden hier nicht vom Leitungsdifferentialschutz abgedeckt und müssen anders gelöst werden. Als Lösung für den Schutz der Sammelschienen bietet sich in einem Strahlennetz die rückwärtige Verriegelung an. Der Reserveschutz wird meist durch einen zusätzlich eingebauten UMZ-Schutz umgesetzt. Die Variante 3 wird im Bild nicht angewandt, aber selbstverständlich lässt sich ein Radialnetz auch mittels Distanzschutzgeräten schützen. Bedarf aber weiterer Überlegungen, wie zum Beispiel die Höhe der zu schützenden Leitungsimpedanzen. Ringnetze kommen sehr häufig in der Industrie zur Anwendung. Bei geschlossenen Ringnetzen können alle Stationen von zwei Seiten mit elektrischer Energie versorgt und somit die Versorgungssicherheit gesteigert werden. Für das Schutzkonzept stellt die erwartete Versorgungssicherheit aber auch höhere Anforderungen. Denn nur wenn das Schutzkonzept diesen gerecht wird, kann die erhöhte Versorgungssicherheit auch gewährleistet werden. Variante 1, wie im Bild dargestellt, mit Leitungsdifferentialschutz. Meist werden Ringnetze mittels Differentialschutzrelais geschützt. Fehler auf den Verbindungsleitungen zwischen den Stationen werden dadurch in Schnellzeit abgeschaltet. Wie schon beim Strahlennetz diskutiert, bedarf der Sammelschienenschutz und auch der Reserveschutz für nachgelagerte Geräte eine gesonderte Betrachtung. Denn beide Funktionen können auch hier nicht vom Differentialschutz übernommen werden. Eine andere Variante, eine andere Lösung, Richtungsvergleichsschutz. Alternativ können Ringnetze per Richtungsvergleichsschutz geschützt werden. Richtungsvergleichsschutz ist ein Schutzkonzept, welches mittels gerichteter UMZ-Relais realisiert werden kann. Für den Austausch der erfassten Richtungsinformationen an den jeweiligen Leitungsenden ist ein Signalaustausch zwischen den beteiligten UMZ-Relais erforderlich. Ebenso werden Spannungswandler in den Anlagen benötigt, um die Kurzschlussrichtung erfassen zu können. Der Sammelschienenschutz unterlagerter Stationen sowie der Reserveschutz nachgelagerter Geräte kann hier zeitgleich mit dem gerichteten UMZ-Schutz realisiert werden, bedarf aber eines sehr ausgeklügelten Konzeptes und eines sehr umfangreichen Signalaustausches, was das Konzept sehr komplex und fehleranfällig werden lässt, sofern alle Aspekte berücksichtigt werden sollen. Variante 3 ist der Distanzschutz. Die Distanzschutzfunktion ist im Grunde perfekt geeignet für den Schutz von vermaschten Netzen, weil damit sowohl Fehler auf den Verbindungsleitungen als auch Fehler auf den Sammelschienen der unterlagerten Stationen selektiv abgeschaltet werden können. Auch den Aspekt des Reserveschutzes für nachgelagerte Geräte wird durch den Distanzschutz abgedeckt. Unter Idealbedingungen würden alle diese Aspekte durch den Distanzschutz abgedeckt werden können, ohne dass eine Kommunikationsverbindung zwischen den Geräten besteht. Genau dieser Aspekt macht diese Schutzfunktion auch so populär in ausgedehnten Verteilnetzen deutscher Energieversorger. Dagegen findet man den Distanzschutz sehr selten in Ringnetzen im industriellen Umfeld.
Der Grund hierfür liegt in den kurzen Leitungslängen zwischen den Stationen, die in der Regel im industriellen Umfeld vorzufinden sind. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gefallen und ich möchte zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, dass es weitere Kapitel zu den Grundlagen gibt, die mein Kollege Klaus Spörl und ich halten. Wir würden uns freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.